Vergrößern, Verkleinern. Daniel Dirovka bleibt bei den Löwen. Urheberrecht Getty Images 1860 München setzt weiter auf Daniel Dirovka. Die Löwen verlängern den Vertrag bis dem Aufstiegsrutsch vorzeitig und langfristig. Drittligist 1860 München hat langfristig mit Trainer Daniel Dirovka verlängert. Der 39-Jährige unterschrieb bei den Löwen einen Vertrag bis 2022, das teilte der Club am Freitag mit. Was 1860 in der vergangenen Saison mit Daniel Dirovka erreicht hat, ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, sagte Löwen-Geschäftsführer Michael Scharold. Er hat wie ein Löwe auch in der schwersten Phase um die Rückkehr von 60 in den Profifußball gekämpft. Dirovka freut sich auf die Zukunft in München. Dadurch habe ich die Möglichkeit, die Mannschaft weiterzuentwickeln. Unsere sportlichen Ziele sind mittel- und langfristig ausgerichtet. Wir wollen uns kontinuierlich verbessern, setzen dabei auf Spieler, die sich hundertprozentig mit dem Verein identifizieren. Was möglich ist, wenn alle zusammenhalten, haben wir in der letzten Saison gesehen, sagte Dirovka. Er ergänzte, wir haben hier noch viel vor.